Naja, wir sehen jetzt gerade, dass jede Woche Zehntausende auf die Straßen gehen, aber sie tun es leider unter der Führung der AfD oder noch schlimmerer FaschistInnen. Und es wird einfach an der Zeit, dass wir eine Antwort auf die Krise aufbauen, die von links kommt, die solidarisch ist, die antikapitalistisch ist, die Regierung in Frage stellt und das nicht auf Grundlage von einem Chauvinismus oder Rassismus tut, so wie wir es gerade sehen. Und deswegen sind wir heute hier zusammengekommen mit mehreren hundert Menschen, um eine linke Antwort auf die Krise vorzubereiten. Was denkst du, wie sollte eine Krisenbewegung von links aussehen? Eine Krisenbewegung von links braucht vor allen Dingen und als ersten Schritt die Selbstorganisierung. In allen Betrieben, in allen Schulen, in allen Universitäten, in den Kiezen, auf der Straße. Die Leute müssen darüber abstimmen, in Versammlungen und auf Demonstrationen, was sie machen sollen. Ganz wichtig ist dabei natürlich, dass wir auch antirassistische Forderungen mit aufnehmen, um eben diesen rechten Druck, der sich auch auf Rassismus gründet, eben entgegenwirken. Aber es ist genauso wichtig, dass wir die Vergesellschaftung ins Zentrum stellen, dass wir den Energiesektor übernehmen, weil das auch eine Frage ist, die mit Klima ganz eng verbunden ist. Auch die ganze Gründung der Produktion auf die fossilen Energieträger ist über Jahrzehnte, die Regierung mitbetrieben hat, ist auch einer der Gründe dafür, dass wir jetzt an dieser Krise stehen. Und wir müssen dagegen sagen, nein, wir brauchen den Ausbau der erneuerbaren Energien, wir brauchen die Kontrolle über den Energiesektor und die Produktion in den Händen der ArbeiterInnen. Welche Rolle, denkst du, spielst du als Student und studentisch Beschäftigter? Ich glaube, wir brauchen Druck von unterschiedlichen Seiten. Das muss natürlich in den Betrieben stattfinden, aber das muss auch an den Universitäten stattfinden. Wir haben es im Laufe der Geschichte gesehen, an den Universitäten sind immer wieder Massenbewegungen von radikalen Studierenden entstanden, die das ganze System in Frage gestellt haben. Und wir brauchen auch den Druck an den Universitäten, wo auch die Ideologie produziert wird. Und ich denke, wir müssen es aber auch versuchen, als Studierende auf die Beschäftigten an der Universität zuzugehen, mit ihnen gemeinsam eine Antwort auf die Krise zu finden, weil die Universität, das sind wir gemeinsam, die Beschäftigten und die Studierenden. Und auch nur gemeinsam werden wir diese Krise lösen können.